Und zwar in Ranochmore. Das ist auf dieser Karte östlich. Dann fahren wir mit euch ein Stück Richtung Glencoe, biegen kurzen Abstecher ab nach Glenettiff. Da werde ich euch noch ein paar Dinge zu erzählen. Das ist ein ganz berühmter Ort. Dann fahren wir durchs berühmte Glencoe. Da werden wir, der Ralf und ich, euch ein kleines Tune spielen. Ein Liedle, wie der Schwab so sagt. Dann biegen wir diesmal ab, und zwar, ich sag mal, links runter, das heißt Richtung Süden, Richtung oben, kommen an Castle Stalker vorbei, in oben, das tun wir ganz verpönt an der Seite erstmal liegen lassen, nehmen wir die Fähre, fahren dann übers Land nach Tobermory. Wenn wir dort die Destille besucht haben, werden wir wieder die kleine Autofähre nehmen und dann rüber und werden uns dann kurz in Ardnamurchan aufhalten, um Ja, dann kann man so sagen. das war gut ausgesprochen, Ja, war sehr gut, wäre sehr gut. um dann weiter zu zischen und zwar Richtung Und Glenfinnan, Thomas. Viadukt, Loch Shiel. Und dann geht's einfach Richtung Fort William und dort werden wir uns dann mit einem Ben Nevis von der Destille Ben Nevis am Ben Nevis begnügen. Sehr Einverstanden? schön. Ja, sattel die Pferde. Also ich bin bereit. Mensch, du bist ja fast schlimmer als die Schwaben. Sattel die Pferde heißt hier im Schwäbischen nur nicht Hudle. Also umgekehrt. Ihr seid das doch mit dem Schaffe, Schaffe oder nicht? Gut. So, meine Lieben, dann starten wir in Ranochmoor. Könnt ihr das sehen? Ist das nicht ein Megabild? Wer ist das? Bist Könnt du ihr euch, das oder das das sieht bin von hinten ich, aus wie, das das bist bin du? ich. Wow. Das ist der Hammer, oder? Ja, hat was von Harry Potter. Ich dachte, es wäre Severus Snape oder so. Aber das bist ja du. Ja, das bin ich. Das bin in der Tat ich. Und zwar war ich vor 2 Jahren mit meinen Freundinnen, wir waren zu sechs in Schottland und haben Filmaufnahmen gemacht gehabt zu meinem Online-Training. Und wir sind, ich glaube, um 3 Uhr morgens in Basel am Flughafen gewesen, sind dann Richtung Edinburgh geflogen, waren dann noch in der Nähe von Stirling im Café essen und dann haben wir uns echt vorgekämpft Richtung Fort Augustus und dann haben wir natürlich die Route gewählt über Ranochmoor. Und ja, du weißt selber, was da passiert, wenn man den Berg hochkommt und Ranochmoor sieht. Das ist einfach eine gigantische Weite. Ralf, hättest du es gewusst? 18.000 Fußballfelder passen da genau rein. Hammer, oder? Wow, wow. Und auf diese 18.000 Fußballfelder passen dann ungefähr 27 Trilliarden Midges. Das ist tatsächlich eins der höchstgelegenen Moore. Das heißt, dort sind die gar nicht so, so viel, weil sie eben höher liegen. Aber es kann natürlich schon ja auch dort passieren. Aber ich weiß gar nicht, ob hier unsere lieben Freunde das kennen. Einige bestimmt. Ein kurzer Hinweis: Midges sind eigentlich im Grunde genommen sowas Ähnliches wie Mücken. Sie sind aber viel fieser. Also sie sind klein wie Obstfliegen und kommen in Schwärmen von Tausenden. Das ist eine schwarze Wolke, die hast du sicherlich auch mal gesehen. Sie lassen sich ja gerne in den Abendstunden mit dem Wind treiben. Das Ja. Problem ist, wenn du irgendwo stehst und möchtest die Landschaft genießen und du kommst oder ein Schwarm kommt zu dir, dann beißen sie dich. Und Das ich sag ist wie mal, bei wenn du den Schwänen 8.000 auch. Wenn die dich sehen, kommen sie auch. Ja, genau. Und so macht das die Midges auch. Und sie fliegen dir in die Ohren, wenn sie möchten, in die Nase und die beißen nicht in die Kopfhaut. Und wenn nicht eine einzige beißt, dann hast du ein Quaddel wie von einer Bremse, so einer Pferdefliege, wie wir das hier oben nennen. Also genau, das ist eine super, genau so laufen dann auch die Torfstecher tatsächlich dann in den Highlands. Das ist der einzige Schutz, wenn du ein schönes Foto mit Stativ machen willst. Genau, also das könnt ihr dann in den Apotheken dort kaufen, also ein Mitches-Netz und ohne ist wirklich, wirklich schwierig. Definitiv, definitiv. Genau, also weißt du denn, was Ranochmoor Nein. heißt? Aber ich weiß es. Ranoch kommt vom Gälischen und heißt eigentlich so viel wie fahren und Mondach. Das ist das Moor und das heißt tatsächlich ein Farnmoor. Das ist die Herkunft des Namens.
Heißt das dann nicht Farn more more? Wenn es Farn noch more heißt? Du hast, glaube ich, schon zu viel Alkohol getrunken. Nein, ich trinke heimlich alkoholfreies Max. Ja, also nein. Also, das ist Farmor und wenn du, also die dort waren, wissen auch, dass es dort eigentlich also keine Schafe gibt, weil das selbst für die zu moorig ist. Aber es gibt, je weiter du dann Richtung Glencoe fährst, gibt es dann das große Damm, also das Rotwild, was man da viel sieht. Durch Ranochmore fährt übrigens die Eisenbahn. Die wurde 1889 bis 1901 gebaut. Die geht nämlich von Glasgow bis nach Melek und hat tatsächlich zwei Stationen im Moor selber. Und die höchste Station liegt auf 408 Metern. Da Wahnsinn, oder? Kein Mensch. Aber da werden die 50.000 Wanderer jedes Jahr ausgesetzt, die diesen West Highland Way laufen. Richtig. Genau. Richtig. Bist du denn auch schon gelaufen? Noch nicht, nein, das ist so immer wieder im Plan. Und dann höre ich die vielen Geschichten der Freunde, die diesen Weg gelaufen sind und in dieser Zeit eigentlich ständig Dauerregen hatten. Und da habe ich mir gedacht, ich bin überhaupt kein Camper-Typ. Also das ist so ähnlich wie den Jakobsweg, den ich auch mal total gerne mir auf einer DVD anschaue. Nein, ich laufe tatsächlich gerne durch Schottland, aber ich laufe nicht diesen West Highland Way. Er hat für mich relativ wenig mit dem Herzen zu tun. Ich kann auch wunderbar auf Harris am Strand langlaufen. Alles gut, dann werden wir da die nächsten Tage... du waren wir ja letztes Mal, Harris. Genau. Mhm. Lieber Ralf, ich würde gerne gleich jetzt ein bisschen weiter loszischen und Richtung Glen Etive. Was hältst du da davon, wenn wir sagen, Leute, schenkt euch doch einen ein, lehnt euch zurück. Können wir das machen? Das ist eine gute Idee. Also man sollte schon mal so langsam das Aroma in den Raum bekommen. Schenkt euch einen Tobermory ein. Das ist ja tatsächlich die Destille, die wir als erstes besuchen werden. Ich persönlich habe mir einen schönen Tropfen ausgesucht, den ich euch mal vorstellen kann. Das ist ein Tobermory. Der Abfüller nennt sich die Ultimate. Ist ein bisschen älter, ist eine 46% ganz ordentlich. Ich schenke mir dann mal ein bisschen was ein. Und das lasse ich mal stehen, weil das ist dann nämlich schön, der ganze Duft hier im Raum. Mhm. Ich weiß nicht, was ihr für Whiskygläser habt, aber ich finde dieses gerade klasse. Das ist nämlich eine schottische Distel, ja, soll es repräsentieren. Wenn jemand mal so ein tolles Glas hätte, ich kann mal Werbung für ihn machen. Der Mensch heißt Olaf Tappert und ihr findet ihn auf Facebook. Das ist ein Glasbläser, der macht diese Gläser. Und ich habe einen kleinen Deckel dazu, dann bleibt das Aroma drin. Wäre jetzt aber total useless, weil ich will es ja riechen. Ich stelle ihn mal hier vorne hin, da könnt ihr sehen, dass ich ihn nicht anfassen werde. Er wird da einfach warten. Okay, ich warte nicht, ich fahre einfach los und ich würde diese berühmteste Strecke, also ich glaube, es ist eine der berühmtesten Strecken der Welt, spätestens geworden über den Film Skyfall, James Bond. Das wurde nämlich dort mit dem Auto gedreht und in Glen Etive gab es eine ganz berühmte Szene und zwar... Wie ja, M und James Bond dastehen und in die Heimat von James Bond reinschauen. Da ist er nämlich in diesem Tal aufgewachsen. Okay. Genau. Ja. Als ich mit meinen Freundinnen dort gewesen bin, fuhr der tatsächlich, also da fahren die Leute hin, stellen sich genauso in die Pose und ihr Auto hinten dran, das kann ein kleiner Fiat sein, und machen dann ein Bild, also eine Filmszene nachfotografieren. Was ich total witzig fand, ist, als wir dort waren zum Filmdrehen, haben wir einen echten Aston Martin gesehen. Wow! Genau. Lieber Ralf, ich würde dir gerne mal, aber nur für dich und ein Aston Martin schenken, danke. Nehme ich. Ich würde dich gerne an so einer Filmaufnahme da mal einfach teilhaben lassen, was man selbst. Jawohl, mach es. Zeig mir einen Film. Also, ich zeig dir einen Film. Sehen die Leute mich dann noch oder könnte ich dann heimlich trinken? Die können, glaube ich, heimlich trinken. Das ist gut. Jetzt wählen Sie ein Fenster. Hi Chris, hallo Petra, alle, die da sind, Brigitte. Schön, dass ihr da seid.
Ich muss noch ein bisschen wursteln, du weißt, wie das ist. Ja, wurschteln ein bisschen. Ich erzähle den Leuten mittlerweile irgendetwas. Chris ist da, wunderbar. Lydia ist da, sagt wow. Ja, verspätet oder nicht, Chris, alles gut. Wir sitzen hier noch locker eine Dreiviertelstunde. Wir sind noch nicht mal angefangen zu trinken. Es ist ja schon so eine Regel, dass ich das hier stehen lasse und schön im Raum verteile, das Aroma. So, also, ich wäre soweit. Ich würde euch das mal gerne zeigen, was wir da aufgenommen haben. Okay, jetzt kommt James Bond, Skyfall, die ganze Geschichte, 1,5 Stunden, da sehen wir uns wieder. Und ja, viel Spaß dabei. Ich hoffe, das klappt alles. Haben wir dich erwischt? Das war komm ich doch nicht. Das war ein sehr schöner Film. Also ich musste kurz überlegen, was ihr darstellt. Erst war ich der Meinung, das ist definitiv Harry Potter. Das ist Harry Potter, man hat hier seinen Zauberstab in der Hand und die drei kämpfen gegeneinander. Dann hörte ich deinen Gesang dazu und dachte mir, Moment mal eben, das kommt mir jetzt vor wie Fluch der Karibik. Es war so ungefähr. Wir haben einen Säbeltanz ganz spontan nachgemacht. Ich habe ja hier diese Zollstöcke, mit denen ich immer arbeite und sage, wie Genau. alt bist du im Leben und was hast du noch vor so im Leben? Und wir waren eigentlich durch mit dieser Welt und haben 4,5 Tage echtes Drehprogramm gehabt. Da waren wir schon auf dem Weg wieder zurück nach Edinburgh und hatten so viel Spaß dann noch beim Drehen. Und ich finde, mein eleganter Fall und dieses Gepiekse von der Verena mit dem abgebrochenen Stock, es treibt uns bis heute noch die Tränen in die Augen. Sehr schön, sehr schön. Ja, Es sah auch sehr viel Spaß aus. das war's auch. Und natürlich sind wir uns für nichts zu schade und deswegen haben wir euch da einfach mitgenommen. Dann gehen wir wieder aus diesem engen Tal raus und fahren hoch und jetzt, wo bin ich? Du sitzt vor dem Computer. Okay, jetzt bist du verschwunden. Jetzt fragst du gerade, wo du bist. Das sieht schon so ein bisschen Glencoe-mäßig aus. Und wo genau? Warte mal eben, du befindest dich rechts im Bild. Ja. Ja, sehr schön. Das ist doch mit diesem Schnee wunderbar. Und wo bin ich? Weiß ich nicht. Ich verstehe deine Frage nicht. Das ist sehr philosophisch. Wer Nein. bin ich? Wo bin Wo ist ich? diese Stelle? Das ist doch dieser berühmt-berüchtigte Parkplatz, auf dem dann immer die Millionen Menschen stehen. Und wenn du auf diesem Parkplatz von den Three Sisters stehst und darunter guckst, dann ist da so eine kleine Anhöhe. Also da, wo ich jetzt stehe und mein Film- und Kamerateam steht, und da habe ich gespielt mit dem Dudelsack. Und das war einzigartig, weil eine Italienerin zu mir kam und sagte, sie würde gerne so gerne ein Foto von mir machen. Okay, sie wusste nicht, dass ich Deutsche bin. Sie dachte immer noch, ich bin Schottin, aber das ist doch egal. Großartig. Ich werfe dir den Ball zu, du bist dran. Oh, sehr schön. Ja, liebe Freunde, es sind ja mittlerweile, wow, 24. Yay, wir freuen uns. Es ist ja fast wie Weihnachten. Wir fahren weiter auf der Strecke. Ich darf euch mal ein bisschen was erzählen. Ich tippe ab und zu mal mit dem Finger auf euch und dann müsst ihr nicht persönlich nehmen, wenn ich mit dem Finger auf euch zeige. Aber ich habe hier so ein kleines iPad und ich versuche ja auch mal so ein tolles Hintergrundbild hinter mir zu machen. Das versuche ich jetzt mal ganz kurz. Ich muss da mal gucken, was ich da finde. Ich glaube, wir sind ungefähr hier. Ich mache mich mal ganz klein. Wow, das ist genauso, wie das Wetter eigentlich heute war hier. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich sitze in diesem kleinen Häuschen, also dieses Häuschen, und ich trinke da ganz gemütlich meinen Whisky. Und da ist es eigentlich gar nicht so fröhlich, wie gerade dasjenige, was die Tanja erzählt hatte, denn es ist eigentlich das Tal der Tränen. Also wie ihr seht, fließen da ja genug Tränen herunter. Ich glaube, ihr wisst, wo das ist. Wer es weiß, mag es gerne mal schreiben. Aber ich habe hier noch etwas, ich mache hier mal den Thorsten Sträter.
und lese euch etwas vor, bevor ich euch irgendetwas geschichtlich Falsches erzähle, weil ich glaube, jeder hat schon mal von diesem wunderbaren Tal gehört und von dem miesen, miesen, miesen Campbells, die McDonalds ermordet haben. Sagt euch was? Sehr schön. Also, im Jahr 1688, da revoltierte das englische Parlament gegen König Jakob II. Und er bot die englische Krone Wilhelm von Oranien an und der hat sie auch angenommen. Aber die schottischen Hochlandbewohner waren ja große Freunde von Jakob II. Und haben gesagt, ne, das wollen wir nicht. Wir würden ganz gerne unseren Jakob behalten. Die Jakobiten, so wurden sie dann auch genannt, haben dann leider diverse Schlachten verloren, so wie das bei den Schotten ja relativ häufig vorkommt. Und das, was geblieben ist, dass Wilhelm von Oranien irgendwann zu den schottischen Hochlandclans gesagt hat, okay, ihr habt jetzt oft genug dagegen gekämpft, dass ich euer König jetzt bin, aber jetzt leistet bitte den Eid auf mich und dann ist alles vergessen. Klingt erstmal ganz logisch, klingt auch wunderbar. In den alten Zeiten war es ja nicht so, dass man dann irgendwelche milden Strafen erwartete, sondern meistens wurde man ja umgebracht, wenn man dann nicht königstreu war. Dementsprechend haben damals die Hochlandschotten alle ihren Treueeid geleistet, bis auf einen. Der hat sich gedacht, ich warte bis zum letzten Tag, weil ich bin ja nun ein stolzer MacDonald von Glencoe. In diesem Tal befinden wir uns ja gerade. Und der hat sich gedacht, ich warte noch bis zum letzten Tag. Vielleicht ändert er seine Meinung noch oder es kommt noch ein anderer König. Ich weiß nicht, was er sich gedacht hat. Auf jeden Fall hat er sich dann auf den Weg gemacht, um pünktlich am Tag da zu sein, war aber leider nach Inverlochy gegangen. Aber da sollte er gar nicht hin, er sollte nach Inverary. Das heißt, er war zu spät. Er ging dann zwar wieder weiter nach Inverary und kriegt auch ein Schreiben mit, euch passiert nichts, du bist zu spät, ja, wurde zu spät zugestellt, ja, und jetzt kommst du 6 Tage später nach ihm Inverary an und leistest da dann Leid, dann ist alles gut. Das könnte man sich so denken, aber leider hat es damals nicht so funktioniert. Das, was dann passierte, ist, dass Ende Januar 1692, darüber reden wir, die erste und zweite Kompanie des Earl of Argyle Regiments unter dem Kommando von Robert Campbell of Glenlyon mit 120 Soldaten zu den McDonalds of Glencoe ging und sich dort einquartierten. Das macht man so unter Clans, diese Familien, der Clan McDonald, der Clan Campbell, wir sind alle Schotten, wir mögen uns, wir geben einander Acht und wir sind gastfreundlich. Also wurden sie aufgenommen und bewirtet. Und allzüglich war Colin Campbell ja auch noch durch eine Hochzeit mit den McDonalds verwandt. Tja, und dann irgendwann kriegte dieser Campbell einen Brief. Und ich habe das Original hier. Das könnt ihr nicht sehen. Du hast das Original. Oh, ich gehe mal wieder raus. Das ist der Originalbrief, ja, den ich euch jetzt vorlesen werde. Und da steht drauf, am 12. Februar kam dieser Brief an. Sir, Sie werden hiermit beauftragt, die Rebellen zu überfallen, diese McDonalds of Glencoe, und alle Personen jünger als 70 Jahre hinzurichten. Sie werden insbesondere angewiesen darauf zu achten, dass der alte Fuchs und seine Söhne ihnen auf keinen Fall entkommen. Sie haben alle Straßen und Wege zu sichern, dass kein Mann entkommen kann. Und diesen Befehl müssen Sie exakt um 5 Uhr morgens ausführen. Ich werde um diese Zeit oder kurz danach mit einer starken Streitmacht zu Ihnen stoßen. Sollte ich nicht um 5 Uhr bei Ihnen sein, haben Sie nicht auf mich zu warten, sondern weiterzumachen. Dieser Befehl kommt direkt als Spezialauftrag des Königs zum Wohle und zur Sicherheit des Landes, damit die Wurzeln dieser Kreaturen abgeschnitten werden. Achten Sie darauf, dass dieser Befehl unparteiisch befolgt wird. Andernfalls werden Sie als unfähig, ein königliches Kommando zu führen. In Erwartung, dass Sie schon im eigenen Interesse erfolgreich sein werden, unterzeichne ich dies eigenhändig im Dienste Ihrer Majestät. Babum. Dass das jetzt passierte, die Campbells ermordeten die McDonalds. Und nur ein paar. Viele konnten auch flüchten. Es geht auch gar nicht darum, dass jetzt 38 McDonalds gestorben sind. Es geht um den Missbrauch der Gastfreundschaft. Und die ist eigentlich in Schottland sehr, sehr hoch. Das heißt, wenn man heute noch in diesen wunderbaren Pub im Clachaig Inn in Glencoe reingeht, da steht sehr häufig drüber, dass Campbells nicht willkommen sind. Ja, es steht auch in vielen Pubs in Schottland, never trust the Campbell. Das ist immer noch tief verwurzelt aus dieser Zeit. Auch wenn man heute den Campbells auch viel Gutes zuschreiben muss in Schottland. Aber das Tal Glencoe, was ich euch ja hier mit meinem Finger nochmal zeige, das Tal der Tränen, ist heute noch ein Schandfleck in der schottischen Geschichte. Ja, und passend dazu, und ich gehe mal wieder zurück, gibt es natürlich auch eine sehr, sehr traurige Melodie, die ich euch jetzt mal auf dem Dudelsack spielen möchte. Das passiert aber allerdings nicht auf dem großen Dudelsack, sondern ich habe noch, letztens war Sean dabei, heute kam frisch aus Schottland dieser wunderbare Sack. Und den
schließe ich jetzt mal eben an hier, weil das ist ein elektronischer Dudelsack. Der macht gleich ein bisschen Lärm. So, wir machen das ein bisschen lauter. Könnt ihr das hören, Tanja? Sehr gut. Dann bitte ich euch, weil ich ja nun wirklich nicht so elegant aussehe hier, wenn ich einfach nur mit dem Finger was bewege, und dieses Lied dauert ja nun sicherlich mal eine Minute. Macht die Augen zu, träumt euch von Glencoe, denkt mal daran, wie es den McDonald's damals ging. Weil es ist eine sehr traurige Melodie und die heißt das Massaker von Glencoe. Einfach wunderschön. Oh. Sehr emotional. Ist es nicht emotional? So ja, schön. Ich hoffe, ihr habt es genossen, dieses kleine Lied. Und ich übergebe an die Tanni. Tanni. Die Alexandra Haas hat geschrieben, so schön, so schön. Du hast mir ja eine Aufgabe gegeben. Du weißt ja, ich spiele eigentlich nur ausschließlich Amazing Grace und nichts anderes. Und du hast gesagt, Tanja, spiel das doch auch mal. Und ich habe mich dran versucht. Ich würde es jetzt nicht ganz komplett, aber zumindest mal, dass all die, die jetzt vorm Rechner sitzen, auch mitbekommen, was so ein wirklicher Dudelsack kann. Oh. Großartig, großartig. Ich bewundere dein Engagement, deinen Ehrgeiz, deinen Mut. Auch wenn ich nicht spielen kann. Oder? Genau. Vielleicht kannst du das Hintergrundbild noch kurz wegmachen, weil sonst sieht man dich nicht. Das ist eine gute Idee. Und trotzdem muss ich erstmal für mich kämpfen, damit ich jetzt nicht gleich hier der nächste erhängte Campbell bin. Nein, super. So sieht es bei mir aus, Leute. Gott sei Dank habe ich für euch aufgeräumt. Sehr gut. Thank you.
Bravo, bravo, bravo. Sehr, sehr gut. Funktioniert doch, oder? Für etwas, was du noch nie kanntest und erst vor kurzem bekommen hast, sehr, sehr, sehr gut. Mach weiter, mach weiter, mach weiter. Ja, und eines Tages auch mit Grace Notes und Verzierungen und Chingarasa Bum Bum Bang. Das kriegen wir alles hin. Easy, easy, easy. Also du kannst es schon, also soll's ich hinbekommen. Ich habe den Carsten Ahlers gerade auch schon, der gesagt hat, gute Finger, gerade super gespielt. Ja, Carsten Ahlers ist beispielsweise ein fantastischer Trommler, der auch als Schiedsrichter auf ganz hohen Grades, ja, in diesen Weltmeisterschaften Grades so ungefähr auch schon als Schiedsrichter unterwegs ist. Wenn so einer sagt, ich habe gute Finger, dann ist das ein großes Lob und ich weiß selber, dass ich gerade wunderbare Fehler gemacht habe. Das Schöne ist ja immer, man steht drüber und das Wichtige ist, man spielt einfach weiter. Ich kann ja nicht aufhören, ja, und das Nein. ist das Schöne. Und, es gibt schon auch andere Dudelsackspieler, die habe ich schon auch kennengelernt. Ich wurde zum Beispiel auf meinem YouTube-Channel ganz furchtbar beschimpft, dass sich das alles so furchtbar anhört. Und dass es beim Dudelsackspielen darum geht, alles perfekt zu machen. Und ich weiß noch, dass ich in Glencoe war, das sogar gesagt habe, Perfektion schafft Aggression. Wenn ich den Spaß dran verliere, dann ist keinem damit geholfen. Richtig. Und ich sage dir, die netten Menschen draußen schreiben gerade von Bravo, sehr gut, wow, wunderschön, Tanja, Applaus, Daumen hoch, Klatschen. Diese Leute sind begeistert gewesen, genauso wie ich. Ja, sehr cool. Schön, dass ihr auch alle immer, also wenn man lächelt, auch wenn es einem nicht gefällt, denn wir Psychologen das übrigens, freundliche Frustration. Ja, sehr gut, das ist eine gute Sache. Ich liebe dieses Wort, das habe ich von meiner Freundin, von der Sabine gelernt. Lass uns mal weiter zischen Richtung Glencoe runter, schönes Tal verlassen. Da gibt es übrigens das Lost Valley noch. Wenn ihr dort seid, unbedingt dorthin wandern. Es ist unfassbar schön. Und ihr müsst unbedingt nicht im Juni, Juli kommen, wenn da alles voll ist, sondern das frühe Frühjahr oder der späte Herbst sind hervorragende Zeiten. Und verrat das nicht alles. Das Wichtige ist immer, und ich wiederhole das gerne, für euch, ja, die ihr heimlich hier zuschaut, die besten Jahreszeiten sind wirklich so Mai, September. Ja, also man kann das mit dem Stechkind wunderbar genießen. Man kann das gleich eine Pinocchio-Nase hier. Das ganz Wichtige ist nur, ihr müsst den Leuten immer erzählen, wenn ihr mal in Schottland gewesen seid, sagt nicht, es war schön. Sagt ihnen, es war furchtbar. Es war nass. Es hat nur geregnet. Das Wetter war furchtbar. Die Midges haben mich zerstochen, sie haben mich gebissen. Was momentan an Tourismus in den letzten Jahren in Schottland abgegangen ist, auch im Tal Glencoe, das ist nicht mehr das schöne Schottland, wie wir das kennengelernt haben. Yep. Deswegen, die Leute müssen raus aus Schottland. Sie sollen bitte nach Mallorca fliegen. Das ist viel schöner. Eimer saufen. Das müsst ihr anpreisen. Sagen, das ist ganz toll. Aber doch bitte nicht dieses rauchige Gesöff hier, diesen Gerstenbrand. Wer will denn sowas? Das müsst ihr erzählen. Und im Inneren wisst ihr genau, das ist anders. Genau, und ja, dass tatsächlich die nach Schottland kommen, dieses Land auch zu schätzen wissen und nicht nur über Outlander und Co. kennen, sondern einfach die Liebe finden. Wobei wir natürlich über schottlandberater.de mit dem Winfried auch ganz klare mahnende Worte oder aufzeigende Worte haben. Da sind schon einige Hotels am Schließen und die B&Bs sind einfach auf unser Geld auch angewiesen, dass wir da kommen. Richtig, Punkt. Richtig. Und daher ist es sowohl als auch, aber ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, dass vor 3 Jahren kam die erste Warnung der Polizei auf Sky, die gesagt haben, kommt bitte nicht mehr auf unsere Insel, wir sind voll. Wir sind so voll. Wenn ihr nicht gebucht habt, bleibt bitte weg, kommt nicht. Ja. Und danach hast du dann die Einwohner gesehen, die dann, als dann dieser Touristenstrom drüber wie die Heuschrecken hinweggefahren sind, erstmal den Müll einsammeln mussten. Und da zerreißt natürlich jeden Naturliebhaber die Seele. Punkt. Ja. Ich würde gerne mit dir weiterfahren. Ich habe es hinten schon eingeblendet. Wer es schon erkannt hat, vielleicht schreibt ihr es mal. Vielleicht seht ihr es schon. Was könnte das denn sein? Wo bin ich? Nein, ich sag's nicht. Du in der ersten Reihe hältst jetzt mal die Klappe. Mal gucken, was die Leute schreiben. Solange fange ich schon mal an zu erzählen, was bei uns immer ein bisschen Zeit versetzt. Lieber Ralf, ich bin ja so eine verrückte Psychologienudel, ne? Du bist du. Ja, und übrigens sagen wir mal Hallo zu Ivi, der ist nämlich gerade zugeschaltet. Ja, hallo, lieber Ivi. Schau mal, ich habe 3 Löffel mitgebracht. Ja. Und zwar jedes Jahr mache ich für mich eine Teelöffelliste. Was ist das?
Die meisten Leute kennen ja diese Bucketliste, diese Löffelliste. Das ist eine Liste mit den Dingen, die du tun solltest oder möchtest, bis du den Löffel abgibst. Wenn wir über sowas reden, reden wir gleichzeitig auch über den Tod. Und das ist so nicht so wirklich meine Liga. Ich rede am liebsten über das Leben und darüber, wie man sich das Leben versüßen kann. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache auch eine Liste, allerdings eine Teelöffelliste. Und auf diese Teelöffelliste tue ich mir jedes Jahr zum Jahresbeginn 3 Teelöffel ausdenken mit den Dingen, die ich in diesem Jahr machen möchte. Es können auch kleine Sachen sein und mir so das Jahr über versüße. Und letztes Jahr stand auf meiner Teelöffelliste, dass ich einmal in diesem Jahr mit den Beinen in Loch Linni stehen möchte und einen Teelöffel Honig zu mir nehmen möchte. Okay, und man sieht, du hast es. Ich sehe jedenfalls so etwas Ähnliches wie Honig und ich sehe einen Löffel und ich sehe, was immer das andere ist. Ja, das ist noch eine Mütze und hinter mir ist Loch Linni, genau. Und das war wirklich, wirklich ganz, ganz gigantisch. Der Unterschied ist, wenn du sagst, ich möchte einmal in diesem Jahr nach Schottland fahren, dann fährst du halt nach Schottland und hast schöne Erinnerungen. Wenn du jetzt aber sagst, ich fliege nach Schottland, um einen Teelöffel Honig in Loch Linni zu schnappern, und dann mache ich vielleicht noch Urlaubs links und rechts. Dann hast du ein Event, was sich so in dein Herz einbrennt, dass du es dein Leben lang diesen Moment nie wieder vergisst. Und ich habe den euch mitgebracht und würde den jetzt gerne wieder mit euch teilen. Na, los geht's. Ein englischer Honig und ein Teelöffel. Ihr alle wisst, dass ich eine totale Freundin von Teelöffellisten bin. Ihr wisst ja, Bucketlist, Löffelliste, das ist die Liste mit den Dingen, die ihr machen wollt, bevor ihr den Löffel abgebt. Ich finde viel schöner, wenn wir so ein Teelöffellistenjahr ausrufen mit den Dingen, die uns das Jahr über so versüßen. Und wisst ihr was? Ich bin einfach in mein total geliebtes Schottland gefahren und versüß mir nun damit und meinem ersten Teelöffel für das Jahr 2019 mein Leben. Mega, oder? Das sah sehr, sehr lecker aus, jawohl. Aber ich finde die Idee klasse, alleine sich das Leben zu versüßen. Das ist schön. Das ist echt muss ich schön. Kurz mal... Ha. Du bist noch da, alles gut. Ich bin noch da, ja, aber bei mir hat sich irgendwas reingeschlichen gehabt, was ich da nicht reinschleichen sollte. Das war mega. Und meine Freundin Sandra, ich weiß nicht, ob du vielleicht eine Sandra Schneider dabei siehst, die war mit dabei und die hat es dann gefilmt. Ich bin zuerst alleine nach Schottland geflogen. Ihr habt es auch an meiner Stimme gehört da. Ich war sehr, sehr krank und war eigentlich auch emotional in einer ganz anderen Welt. Es war gerade so die Zeit, wo mein Mann und ich uns so auseinanderdividiert hatten. Aber es war genau der richtige Moment, weil du dann an dieser Stelle aufgucken kannst und sagen kannst, boah, unforgettable. Unforgettable. Ja. Genau, das war ein Loch Linni und ein paar Meter weiter ist tatsächlich dieses Castle Stalker. Übrigens sagen wir immer Stalker und das stimmt gar nicht. Mhm. Weil Stalker heißt ja eigentlich so ein Pirscher, ne? Das sind ja die Voyeuristen. Genau, dieser Name Castle Stalker wird übrigens richtig ausgesprochen, weil es ist gälisch und kommt, ich habe mir das extra rauskommen, von Stalkeire, also Stalker, Stalker und heißt Falkner. Aha. Genau, das heißt, die Deutschen, Castle Stalker, wir sprechen das alles falsch immer aus. Nein. Also das war ein super Ansatz schon mal, dass du mit Gälisch angefangen bist, aber ich muss dich korrigieren, weil das heißt eigentlich nicht Castle Stalker, das heißt Castle Galke. Das wird immer falsch ausgesprochen, aber es heißt Castle Galke. Das ist nämlich Mainz. Du willst ja nur, dass wir alle zu dir hochkommen in den Norden. Ja, genau, also. Das Castle Galke. Das muss ich immer wieder erwähnen, wenn ich da bin, sag ich mal. Das ist so mein Haus, mein Schloss. Ne? Das kennst du ja so ein bisschen.
Das ist süß, aber du hast gesehen, wie es bei mir gerade. Ja, der heißt Sehr auch geil. Dahlke, ja, Sehr genau. geil. So, aber Kassel Stalker, bitte alle ihr anderen, wenn ihr immer Stalker gesagt habt, vergisst es. Es heißt Stalker und heißt auf Deutsch übersetzt Falkner. Und wenn dem einen oder der anderen von euch jetzt das bekannt vorkommt, ich sag nur Ritter der Kokosnuss und das Ganze heißt Castle of ist genau da gedreht worden. Ah, okay. Okay. Wo die Franzosen immer versucht haben, da hochzukommen. Ja. Genau. Monty Python. Da sind wir beide vielleicht anderer Meinung, was aber überhaupt nicht schlimm ist, weil ich immer der Meinung war, es wäre das Dune Castle gewesen, wo dieser Film gedreht wurde. Wir wissen es beide vielleicht nicht genau. Ich habe immer vom Dune Castle gestanden, auf die Kuh gewartet, die kommt. Ich muss beim Castle Stalker wahrscheinlich warten, weil die Kuh kam beim Dune Castle nicht. Also, wenn es ums Thema Filme geht und Schottland, kann es nur eine geben. Und Okay. meine Fangemeinde wird es jetzt alle reinschreiben, nämlich die Tanja Köhler. Es kann nur eine geben. Nee, also die Schlussszene ist in Castle Stalker gedreht worden. Da, wo die Exkremente auf den Kopf bekommen haben. Schaut euch einfach doch nochmal Ritter der Kokosnuss an und ihr Immer werdet wieder ein guter wissen, wo Film, es den kann man war. sich angucken. Jetzt mit diesem Hintergrundwissen vielleicht noch mal genauer. Genau. Ja, dann würde ich sagen, dann zischen wir weiter. Oben wäre normalerweise auch eine Destille wert. Du hast sofort das Gesicht so ein bisschen verzogen, hast gesagt, lass uns lieber mit der Fähre rüber nach Mull, the Isle of Mull. Und dann dort auf dem Land langfahren Richtung Tobermory. Genau, Machen wir also doch mal. gerne, gerne. Also tatsächlich ist die Insel Mull an sich, ich zeige euch mal wieder ein ganz kleines Bildchen vielleicht im Hintergrund. Ich hoffe, das funktioniert hier. Oh, hier Hand heben kann ich auch, was immer das heißt. Aber ich mache mich mal klein. So, und lass das einfach mal wirken. Das ist die Isle of Mull. Und da kann man sich doch sagen, wow, das ist aber echt schön. Und das ist sozusagen Schottland im Kleinformat. Wer gerne mal nach Schottland fahren möchte und eine Insel besuchen möchte, den lege ich diese Insel sehr ans Herz. Man kommt natürlich wunderbar nach Skye, da waren wir letztens schon gewesen mit der letzten Whisky Talk. Tolle Insel, kommt man direkt über die Brücke hin. Hier muss man natürlich mit einer Fähre fahren, kann man von oben aus wunderbar erledigen. Aber Mull bietet unheimlich viel und ist viel, viel ruhiger. Für die Leute, die naturverbunden sind und Ruhe suchen, ist diese Insel wunderbar. Es gibt eine Straße, die entlang der Ostküste, die wir gleich nach Tobermory, dieser schönen Hafenstadt, fahren werden. Da kann man relativ normal mit dem Auto auf einer breiten Straße fahren. Der Rest sind mehr oder weniger Feldwege. Das finde ich wunderbar. Es ist nicht nur die Landschaft, weswegen ich mich so für diese Insel begeistere. Es sind zum Beispiel auch Strände. Ich zeige euch mal einen Strand. Ich habe meinem Sohn, der damals da nackt schwimmen ist, mal eben einen angemessenen Balken ins Foto gemalt. Das ist aber ein Riesenbalken. Ja, angemessen, Oh angemessener mein Balken. Gott, wie alt war er, als er schon so einen Balken gebraucht hat? Ja, also dieses Entschuldigung. Foto ist tatsächlich von 2005, aber tatsächlich bin ich mittlerweile schon 7 Mal auf Mall gewesen. Und das letzte Mal auch in besonders schöner Erinnerung, ich war mit einem Freund da und eine Unterkunft namens Callan Mill. Wenn jemand nach Callan Mill Lodge sucht, das ist ein kleines Häuschen, da können 4 Leute drin schlafen. Wir haben es zu zweit gemietet. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schön das da ist. Das war an der Westküste der Insel im Niemandsland, ein Häuschen, wo das Meer, wenn die Flut kommt, mehr oder weniger in den Garten schwemmt und es gibt eine ganz, ganz tiefe Fensterbank mit vielen Kissen, der man sitzen kann und auf die Berge und das Meer schaut. Absoluter Geheimtipp. Wer da genaueres wissen will und da mal hin will, schreibt mir eine Mail. Ansonsten bietet Mull noch 2 Nachbarinseln, die auch total spannend sind. Und ihr habt sicherlich schon von einer gehört. Und das ist diese hier. Das ist die Insel Iona. Und Iona ist nun wirklich zu Urzeiten schon besiedelt worden. Das hat auch was zu tun mit dem heiligen St. Columba. Das ist so das Pendant zum St. Patrick in Irland. Der St. Patrick hat ja die Iren bekehrt mit seinem Kleeblatt. Ja, Vater, Sohn, Heiliger Geist, eine Pflanze, 3 Blätter. Deswegen ist das Nationalsymbol der Iren ja das Kleeblatt. St. Columba war dann derjenige, der das für die Schotten versucht hat oder gemacht hat und hat da sein Kloster errichtet.
Und man muss sich wirklich vorstellen, seit dem Königreich Dalriada, was um die 300 ungefähr redet, um diese Zeitspanne reden wir, Dalriada war ein Königreich, was die Schotten und die Iren zusammen gemacht haben. Seitdem, bis in die Zeit von Macbeth, liegt da jeder schottische König begraben. Es gibt nur zwei, die dort nicht begraben sind. Also auch Macbeth liegt auf diesem Friedhof von diesem Kloster begraben. Es ist ein Traum. Es ist eine Fährüberfahrt von 5 Minuten von der Insel Mal rüber nach Iona. Die Insel hat nichts, ein paar Häuser, einen kleinen Souvenirstand und dieses riesige Kloster. Eine Tagestour ist sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Die andere Insel, wo ich keine Bilder von mitgebracht habe, ist die Insel Staffa. Wer immer von euch von der Insel Staffa gehört hat, das ist ein großer Felsbrocken. Da fährt man aber locker 2, 2,5 Stunden von Mal mit dem Schiff bei hohen Wellen raus. Also man muss schon sehr, sehr seefest sein. Das bin ich nicht. Und es ist einfach nur ein großer Felsblock aus Basalt. Also viereckige Säulen, sieht fantastisch aus. Das ist die Heimat der Puffins, der Papageientaucher. Die siedeln da und brüten da. Das ist also sehenswert. Und es gibt dort eine große Höhle. Da kann man dann reinfahren in diesen riesigen großen Felsklotz im Wasser. Und dann erscheint oder ertönt klassische Musik. Das ist außergewöhnlich, wenn man da hinfährt. Und das ist die Hebriden-Ouvertüre von Felix Mendelssohn Bartholdy. Also was du nicht alles weißt. Wow. Sag mal, die Papageientaucher, stimmt es, dass die nur zum Brüten rauskommen und sonst das ganze Jahr über auf dem Wasser sind? Richtig. Wow. Richtig. Jupp. Okay. Den Rest sind sie nur auf dem Wasser. Das finde ich genauso faszinierend wie, glaube ich, die Mauersegler, die das ganze Leben in der Luft sind. Also das sind so faszinierende Tiere. Ich helfe. Ja, pass auf. Warte mal, bevor du weitergehst. Ich will noch mal zu Iona, möchte ich noch gerne einen kleinen Buchtipp. Du hattest doch noch was zu Iona, genau. Genau, Flucht auf die Insel heißt es. Das Buch gibt es leider nicht mehr zu kaufen, nur noch im Antiquariat. Das ist von der deutschen Anna-Maria Sogel geschrieben worden. Anna-Maria ist gestorben, die lebt nicht mehr, aber Iona ist eine Wallfahrtsinsel und all die Menschen, die etwas mit sich ausmachen möchten, um was beten möchten oder auch sich nur bedanken möchten, gehen dort tatsächlich zu Fuß hin. Und die Anna-Maria Sogel, die ist tatsächlich von Deutschland aus der Nähe von Reutlingen vor vielen Jahrzehnten dann nach in die Nähe von Skye gezogen. Sie hat also eines ihrer Söhne hat Selbstmord in Deutschland gemacht. Das hat sie sich sehr zu Herzen genommen und hat dann eines Tages eine Wallfahrt zu Fuß von Skye bis Iona gemacht. Und dann wurde sie immer als die verrückte Deutsche. Aber alle haben ihr dann geholfen, dass sie auch tatsächlich zu Fuß dahin kommt. Sie ist leider gestorben. Sie hat ihr Grab auch in Schottland. Ihr Sohn, also der jüngste Sohn, der Bruder desjenigen, der sich umgebracht hat, der lebt noch in Schottland auf Skye, mit dem bin ich in Kontakt. Und der hat mir tatsächlich gesagt, als ich ihm geschrieben habe, er hat 3 Bücher seiner Mutter bei sich hier stehen. Er hat es noch nie fertig gebracht, es zu lesen. Und vielleicht ist jetzt der Mut angesagt, diese Mitschriften, die wie ein Tagebuch eines Lebens sich lesen, zu lesen. Sehr schön. Wow. Jetzt muss ich aber wirklich, das ist aber nicht gerade eine Steilvorlage für den Whisky. Ja, doch, doch. Also wenn er in Schottland lebt, wird er sagen, und jetzt ein Whisky drauf. Brillant. Dann machen wir das genauso und fahren nach Tobermory. Tobermory ist dieses kleine niedliche Städtchen. Das erinnert so ein bisschen an Portree of Skye, wenn ihr das Bild noch im Kopf habt mit dem rosanen Haus. Hier sind es ein paar mehr. Das Gelbe ist das Schönste. Das ist nämlich der Mischnisch Pub. Da kann man nämlich wunderbar sein. Das Rote war damals die Jugendherberge. Da habe ich tatsächlich drin geschlafen mit der Familie. Das lohnt sich immer. Und wir haben eine Destille. Und dementsprechend fangen wir jetzt mal an, Whisky zu trinken. Ich mache mal ganz kurz wieder den Bildschirm aus, dann können wir was trinken. Ich hoffe, ihr habt euch alle einen eingeschenkt. Das ist ja auch Teil des Programms heute. Wir wollen gemeinsam einen Whisky genießen. Du hast auch schon einen eingeschenkt, Tanja? Ja. The Single Cask Bottling. Laydeck. Laydeck ist tatsächlich ausgesprochen Litschig. 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 Litschig, Litschig. Du weißt schon, was das im Schwäbischen heißt, oder? Das heißt, ich spreche das falsch aus mit Laydeck.
Also litschig-lätschig ist sowas Klitschiges und lätschig ist, wenn man so eine Schnurre zieht. Das passt doch super zusammen. Also, dann müsst ihr euch fragen, warum trinkt denn jetzt die Tanja einen Lätschig und ich trinke einen Tobermory, wenn die Distille doch Tobermory Distillery heißt? Interessant ist, Tobermory produziert zwei Whiskys. Und zwar einen recht ungetorften, der wenig nach Rauch schmeckt, und einen sehr kräftig rauchig-torfigen, und das ist der Litschig. Interessanterweise hieß die Distille bei der Gründung Litschig Distillery. Und Litschig heißt übersetzt aus dem Gälischen sicherer Hafen. Oh. Das war nämlich der Grund, warum er die Distille da auch hingebaut hatte. Mittlerweile gehört sie übrigens einem südafrikanischen Konsortium, der Distill Group. Man darf sich immer nie was vormachen. Die wenigsten Distillen in Schottland gehören sie noch selber. Aber das, was wir trinken werden, ist jetzt Whisky aus der Distille, die ich liebe. Ich finde, die ist wunderbar in Tobermory. Direkt gegenüber dieser bunten Häuserzeile findet man die Distille. Sie war von 2017 bis 19 geschlossen wegen Renovierung und hat jetzt ein wunderschönes neues Besucherzentrum. Hinfahren, trinken, genießen. Und wenn wir diesen Whisky trinken, kannst du dich noch ein ganz bisschen daran erinnern, wie wir das gemacht haben? Ja, das kommt später. Das kommt später. Du bist schon wieder viel zu weit. Aber das hat dir am besten gefallen. Ich sehe schon. Also Sehr schön. erstmal Snosing. Na, passt. Erstmal gucken. Ah, ja, Farbe und wie es runterläuft. Der ist nicht ganz so Cognac-farben, so Bernsteinfarben. Meiner ist ein bisschen heller als das letzte Mal. Und Okay. er ist auch nicht so ganz ölig. Da steht aber auch 60%. Übrigens, meine Mutter wird, wenn sie das Ding wieder sieht, bestimmt sagen: Tanja, du warst wieder betrunken. Nee, das Lustige ist, du hältst überhaupt nichts in der Hand. Aufgrund des Hintergrundbildes sieht man überhaupt nichts in deiner Hand. Das finde ich sehr lustig. Also du trinkst gar nicht. Du hast ja nicht mal was in der Hand. Das Spannende ist ja immer, das hatte ich im ersten Video erzählt, wenn ihr euch daran erinnern könnt, so ungefähr, Whisky an sich ist farblos. Ja, wenn er destilliert wird. Und die Farbe soll eigentlich ausschließlich vom Fass kommen oder man gibt etwas Zuckercouleur, Lebensmittelfarbe hinzu. Das Tolle ist bei Tobermory, wir haben Lebensmittelfarbe überhaupt nicht gern. Die nutzen die nämlich gar nicht. Das heißt, hier haben wir die Farbe wirklich ausschließlich nur von dem Fass. Und die Ah. Fässer, die hier benutzt wurden, haben wir beim letzten Mal auch grob angerissen. Die Schotten nutzen keine frisch gemachten Eichenfässer. Sie haben ja selber nicht mal so viele Eichen, sage ich mal. Sie importieren sich Fässer aus Amerika und nutzen die Bourbonfässer, weil die Bourbon-Leute in Amerika, die dürfen ihr neues Fass nur einmal benutzen. Dementsprechend kaufen die Schotten das auch. Schotten nehmen auch total gerne Sherryfässer oder Portweinfässer oder Weinfässer. Mittlerweile gibt es da Marsala-Fässer. Es gibt so viel, wo der schottische Whisky nochmal nachgelagert wird. Das heißt, wir haben hier eine wunderschöne Farbe, die können wir beschreiben. Wir haben verschiedene Whiskys, wie gesagt. Meiner ist ja, 14 Jahre alt. Natural Color, not chill filtrated, das heißt auch nicht kühl gefiltert. Etwas, was wir genießen sollen und mal dran riechen. Ah, wunderbar. Hinein mit der Nase. Und dann überlegt man sich immer so ganz grob dabei, wonach riecht denn das? Und ich gebe immer so ein paar Kategorien vor. Und das wäre so etwas, riecht es nach Torf, nach Rauch, riecht es nach Getreide, riecht es nach Frucht, riecht es eher blumig, so floral, riecht es vielleicht nach Holz oder haben wir sogar Weinnoten? Das ist natürlich jetzt zu erklären schwierig. Wenn ihr dann mal ein Tasting besucht bei mir, dann gibt es auch ein Papier dazu und da könnt ihr das alles schön eintragen. Das heißt aber, unsere erste Assoziation ist, na, wonach riecht denn dein Whisky? Du hast ja nun die rauchige Variante. Du bist wahrscheinlich eher bei Feuer und Torf und Asche. Nee, ich bin bei Oh. Holz. Holz, okay. Holz. Ich bin tatsächlich bei Holz. Und es hat was Süßliches tatsächlich aus, riecht süßlich. Lasst uns übrigens auch ruhig wissen, was ihr im Glas habt. Da bin ich auch immer sehr, sehr gespannt. Wir sind mittlerweile schon mit dem Nosing durch und sind schon mal dabei zu trinken. Denkt immer dran, den ersten Schluck halten wir für mindestens 10 Sekunden im Mund und lassen ihn überall hinlaufen, unter die Zunge, in die Taschen, ans Zahnfleisch und kippt ihn nicht nur über die Zunge. Wir halten ihn 10 Sekunden. Ihr müsst keine Luft holen, ihr müsst nicht gurgeln. Ihr könnt ein bisschen mundspülungsmäßiges verteilen. Slange Versprochen. war? Das mache ich auch und ich verrate auch nicht, dass ich das erste Glas schon während unserer ersten halben, Dreiviertelstunde getrunken Macht habe. nichts. Auch hier ein kleiner Hinweis für dich. Wenn du ein MH im Gälischen vorne hast, wie du gerade, dann ist es ein W. Deswegen heißt es Slange war. Deswegen heißt ja meine Tochter mit Zweitnamen auch Wari. Und Tanja sagt immer Mairi. Nein, sie wird mit MH geschrieben. Und Wari ist natürlich die Königin der Schotten, Mary. Danke, war. Manchmal.
Da glaube ich dir noch nicht so ganz. Jetzt muss ich lachen, weil Katja gerade Schlanschi-Panschi schreibt. Es ist auch völlig egal, wie man es ausspricht. Da gebe ich dir völlig recht. Ja, ah, das wärmt doch schön. Ich habe die 10 Sekunden nicht eingehalten. Ich muss das leider nochmal machen. Alter, Walter. Bei mir sind 60% unter die Zunge. Ja, dann. Das Lunchy-Bunchy kommt so zu Gange. Boah. Aber glaub mir, der zweite Schluck wird besser oder der dritte noch besser. Wie viele zweite und dritte Schlücke soll ich denn noch trinken? Ja, versuch mal. Du musst überlegen, es kommt darauf an, wie viel Speichel du im Mund hast. Je mehr du hast, umso mehr verdünnst du ja auch. Und tatsächlich kannst du Whisky mit stillem Leitungswasser verdünnen. Das ist nicht Frevelhaftiges, sondern es ist eher ein Gewinn. Black wunderbar, Forest. Wunderbar. Nimm einen Nip. Es gibt die Leute, die mit Pipetten anfangen, da tröpfchenweise reinzumachen. Ich sage immer nein. Es gibt so Waterjugs, da könnt ihr dann einen ordentlichen kleinen Schluck reinmachen, je nachdem, wie viel du im Glas hast an Whisky. Mach es so, zu dem, der dir gefällt. Genau. Und wenn du der Meinung bist, du musst das Glas voll Wasser machen, dann ist es genau dein Ding. Das ist ein Getränk. Oh, wir hören hier gerade, hier trinkt jemand Darkness Tobermory, 20 Jahre alt, Oloroso-Finish mit 60%. Da ist die Pickphase genau bei dir. Der Heiko im zweiten Glas, ein Tobermory, 10 Jahre. Uiuiui. Und es gibt einen Amorik. Hier hat noch jemand sogar einen Whisky aus der Bretagne im Glas, den ich auch sehr empfehle. Das ist der Michael Stark. Hallo Michael. Ich wünsche euch allen nur das Beste. Genießt euren Whisky. Ich habe ja da hinten auch ganz schöne Tröpfchen, ne? Mhm. Könnte man ja mal wieder denken, Mensch, die Tanja. Nee, nee. Das verrate ich aber noch nicht, wo ich die her habe. Okay. Dann würde ich sagen, oh, der Manfred trinkt einen Lichik 13 Jahre am Montillado Sherry Cask Finish. Sehr guter Tropfen. Den habe ich auch hier. Generell am Montillado Sherry gibt wunderbare Noten in den Whisky hinein. Sehr schön. Der Darcy, mein Gott, Darcy. Signatory Tobermory Single Cask Seasons. Ihr haut ja hier nur die besten Tropfen raus. Bin begeistert von euch. Es tut auch der Tobermory 10. Der ist klasse. Den kann man immer wieder trinken. Oder auch ein Lijic 10. Tolle Tropfen. Lijic. Aber lass uns weitergehen. Lass uns diese Insel verlassen, denn ich denke, es ist Zeit. Okay. Dann würden wir quasi die kleine Autofähre nehmen. Genau. Das ist eine mini kleine Autofähre. Da bist du in 5 Minuten rüber. Und dann sind wir nämlich drüben in Achtermurcham. Ich gucke mal ganz kurz, wie die Straße da aussieht. Ob wir momentan irgendwie mit Stau zu rechnen haben oder sowas ähnliches. Ich habe hier mal ein Foto von der Straße. Hier, so sieht's aus. Da würde ich sagen, wir müssen ein bisschen Geduld haben, weil wir sind gerade von der Fähre runter, biegen rechts ab und das ist die Straße, die sich uns bietet. Achtermurcham ist mit dir, ich glaube, der westlichste Zipfel Schottlands überhaupt. Und das, was da drüben steht, ist neben dem Leuchtturm, der vor Schottland warnt, das letzte aktive Nebelhorn. Genau so. Und da gibt es super tolle YouTube-Videos. Also gebt mal ein Achtermurcham, wenn ihr wissen wollt, wie das geschrieben wird. Nebelhorn Schottland oder Foghorn. Da gibt es Videos. Es gibt ein ganz tolles. Das geht, glaube ich, 12 Minuten. Und da wird gezeigt, wie es gestartet wird, welche Mechanik dahinter steht. Und was für einen wunderbaren Sound. Also wirklich, da ist unsere Bassdrone dagegen ist gar nichts. Das ist ein wunderbarer Sound. Und es ist ein ganz, ganz tolles Video auf YouTube. Habe ich heute gesehen. Die 12 Minuten haben wir leider nicht. Aber bitte, bitte schaut es euch an. Fragt mich sonst nochmal danach, weil das ist sehr, sehr... Ich bin gerade total froh, dass du das aufgelöst hast. 12 Minuten, ich habe mir gerade vorgestellt, wie ich mir 12 Minuten das Horn anhören soll. Ja, dann habe ich selber einen Norm. Selbst das hätte was Meditatives. Ja, da kommt der Gedankenlose wieder durch. Das hätte so einfach mal 15 Minuten vor dem Foghorn meditieren. Ich glaube, dann hat man die Gelassenheit entwickelt, die man braucht. Du, Ralf, wie machst du das eigentlich, wenn du immer so nach hinten gehst? Machst du dann heimlich Sit-Ups? Wenn ich hier nach hinten gehe, meinst du, und nach vorne? Ja. Ich glaube ja. Und ich muss auch merken, dass ich habe ja so ein schönes Shirt und das ist nicht persönlich für euch gemeint. Aber ich sitze hier auf 2 Kissen, damit ihr mich überhaupt noch seht, weil normalerweise bin ich nämlich nur 1,50. Dann wäre ich wahrscheinlich. Nein, natürlich nicht. Ein Nuckelzwerg. Genau. Genau. Aber Hamish, ne? Hamish, die alte Kuh, liegt hier oben auch gemütlich rum und schaut euch noch zu. Erstmal hallo zurück aus Österreich. Der Michael ist in Österreich, der Ivi ist auf Norderney. Ihr seid schon wieder alle unterwegs und macht schon wieder Urlaub. Es sei euch von Herzen gegönnt. Aber sowas von. Wir
Wir müssen alle mal irgendwann uns wieder treffen. Das kommt auch wieder. Dann lass uns weiterfahren, ne? Genau, wir sind drüben in Atnamurchan. Ich habe euch gezeigt, wie die Straße da aussieht. Und was wir auf Atnamurchan machen, da gibt es etwas. Und zwar, wir sind ja im westlichsten Teil. Das heißt, wir sprechen Gälisch. Und du hast ja heute schon Slangevar, ne? Du warst einfach nur war. Wegen MH. War. Wenn kein MH ist, nimmst du ein normales M. Und dementsprechend, du hast mich ja letztes Mal mit dem Schwäbischen. Ja, Schwäbischen hast du mich wunderbar erwischt. Das Too Up To Down musste ich heute zu einem Three Up To Down machen. Ja, das tut mir leid. Ich komme nicht drüber hinweg, weil ansonsten gibt das Ganze keinen Sinn, was ich dir jetzt zeige. Und zwar werde ich dir kein plattdeutsches Wort geben, was ich erst vorhatte. Ich hatte vor, dir irgendwelche wilden Sachen um die Ohren zu hauen und du musst raten, was plattdeutsch ist. Aber wir befinden uns am westlichsten Teil Schottlands. Wir sprechen Gälisch auf den Inseln und dementsprechend gebe ich dir jetzt erstmal eine Aufgabe und zwar liest du mir vor, was da steht. Also, ma ist hinten dran, das habe ich jetzt gerade gelernt. Fast-ga-mach. Ja, fast. Fast-ga-mache heißt es auf Schwäbisch. Also heißt wie so beinahe tue. Fast-ga-mache, genau. Das habe ich fast gar so gemacht, genau. Ja, geil. Tatsächlich ist es viel, viel einfacher. Das ma war total richtig. Und das andere heißt fest-ga. Fest-ga-mach. Fest-ga-mach. Peskama. Was mag das heißen? Also das Peska hört sich an wie dieses doofe Wort Fresse. Feschbar machen würde ich auf Schwäbisch sagen. Feskama, Feschbar machen. Okay, übersetzt heißt das Abend gut. Also heißt du müsstest auch mal Deutsch noch lernen. Abend gut. Guten Abend heißt. Ja, die bauen das immer so rum. Es heißt guten Abend. Wenn du jemanden in Schottland begrüßt, heißt das Feskama. Sehr gut, Feskama hast du. Jetzt kommt das Zweite. Ihr dürft alle mitlesen. Tatatu, das hört sich wie an. Okay. Kiamar atatu. Das heißt, es ist kalamarisch, kalamari für mich und für dich. Atatu. Okay. Ein T vor dem H wird nicht gesprochen. Ein T vorm H, also ha-hu. Richtig. Ah, das ist quasi die kleine Version vom Schlossgespenst. Ha! Oder Kung Fu. Everybody was Kung Fu fighting. Also. Was meinst du, was heißt es? Nee. A la Calamari schmecken nicht gut. So, genau. Okay. Es heißt, wie isst du? Das würde also heißen, wie geht es dir? Und es wird ausgesprochen ganz einfach: Kimmer Ahau. Kimmer. Kimmer, also komm mal her. Kimmer Ahahu. Ja, Kimmer Ahahu. Kimmer Ahahu. Okay. Wenn ich das meinen Nachbarn sage, sagt er, okay, ich komme nachher vorbei mit der Leiter und steige zu dir hoch. Kimmer Ahahu. Jetzt sag mir mal bitte auf Gälisch, guten Abend, wie geht es dir? Faskama oder so. Faskama? Faskama. Und, wie geht es dir? Kiamahu. 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 Gut, und jetzt kommt, das ist eigentlich jetzt schon selbsterklärend, weil es gehört dazu. Hamiguma. Und genauso spricht man es aus. Hamiguma. Hamiguma, und das heißt, ist ich wohl. Es geht mir gut. Skotcho, wird der Schwab sagen. Und jetzt sagst du mal zu mir auf Gälisch, guten Abend, wie geht es dir? Kannst du es mir aber dann reinhalten in der Reihenfolge? Nein. Komm, doch, guten Abend. Fresse halten. Also Fiaska Ma. Fiaska Ma. Fiaska Ma. Kia Ma. Kia Ahahu. Einfach nur Kimmer. Einfach nur Kimmer Ahahu. Kimmer Ahahu. Genau. Ahu. Und was geht mir gut heißt? Nee, komm, zeig nochmal. Ha Mi Gu Ma. Das hört sich an wie Harakiri. Es geht uns gut. Dann sagst du einfach Slangeva Hamiguma. Weißt du, das ist doch total, es ist gar nicht so kompliziert. Das ist natürlich vereinfacht ausgesprochen, aber ich finde es total schön, die Sprache. Jetzt hast du heute schon wieder was gelernt. Ja, das kann ich mir aber gerade nicht merken. Ich hätte gerne, dass du mir das online stellst. Weißt du, du tust das für eine Sekunde hier reinhalten und ich so Hu-ha-hu machen. Das weißt ist du, wie, unfair. Du fühlst dich jetzt genauso, wie ich mich letzte Woche. Nee, nee, nee.
Ich erinnere mich an deine schwäbischen Wörter. Und was hast du gelacht, als ich das nicht aussprechen konnte? Du hast das übrigens sehr gut gemacht. Okay. Sehr schön. Lass uns weiterfahren. Zwei Blöde, ein Gedanke. Komm, genau. Wir zischen weiter hoch jetzt wieder in den Norden und kommen diesmal von hinten quasi ran an eine der mega schönsten Kulissen mit in Schottland. Zumindest eine, die man auch am meisten kennt. Also, ich mache einfach mal so. Wie machst du das immer so nach hinten weg? Das kriege ich nicht. Ich mache einfach das mal Klappe. Ja. Doch, du kannst das so machen. Das ist gut. Das ist Lochshiel. Und das ist einer der unfassbarsten Momente, in denen ich dort mit meiner Kamera unten aufs Wasser gegangen bin und einmal Lochshiel fotografiert habe. Es war am 15. November. So sieht es da am 15. November aus. Und wenn man dann das Ganze von oben anschaut, dann ist das genau so gewesen. Das ist einfach gigantisch. Lochshiel, das ist der Platz, in dem 1745 eine ganz berühmte Person gelandet ist, und zwar Bonnie Prince Charlie, der schöne Prinz, der den Jakobiteraufstand, den zweiten, angeleitet hat, geführt hat, auf den Thron dort wollte und der in der Katastrophe von Culloden endete. Und zwar ein Jahr später, 1746. Weiß nicht, warst du schon mal in Culloden auf dem Schlachtfeld von Culloden? Definitiv, ja. Da war ich schon. Ein sehr interessantes Visitor Center. Man kann da viel lesen, viel Zeit verbringen. Das Feld an sich ist ein Feld. Das ist einfach unheimlich gerade. Und da sind sehr, sehr viele Menschen in sehr, sehr kurzer Zeit gestorben. Interessanterweise waren natürlich die Streitmacht der Gegner wesentlich größer als das bisschen, was die Schotten aufweisen konnten. Das Problem war aber immer noch die innerlichen Zwistigkeiten zwischen den Clans, die auch zur Niederlage führten. Soweit ich mich erinnere, nagel ich mich nicht fest, ob links oder rechts, aber die McDonalds beispielsweise kämpften immer an einer Seite. Diesmal wurden sie woanders hingestellt und sind einfach nicht losgelaufen. So nach dem Motto, ja, wenn ich nicht da kämpfen darf, wo ich kämpfen will, dann mache ich nicht mit. So kann man natürlich relativ wenig gewinnen. Das ist eine strategische Analyse. Ich sehe das jetzt eher von der psychoemotionalen Seite, dass da etwas passiert ist, dass man versucht hat, den Schotten ihre Seele wegzunehmen mit dem Verbot der Waffen tragen, der Tracht tragen. Die durften ja gar nichts mehr danach, auch nicht ihren geliebten Dudelsack spielen, weil der Dudelsack nicht als Musikinstrument galt, sondern als Kriegsinstrument. Und in diesem Sinne war es als Waffe zu sehen, und meine Nachbarn würden das auch sagen. Klar, wenn du anfängst zu spielen, hört sich das für mich auch an. Definitiv. Tanja, stell dir doch mal vor, du bist in den Highlands, es ist nebelig, du hast einen Streitherr vor dir und dann spielen einfach mal drei Leute, nur drei Leute Dudelsack, und das Echo kommt von überall her. Du hast deine 60%, das ist wunderbar, machst du das. Das macht natürlich Eindruck, das ist lauter, als wenn 100 Dudelsäcke spielen würden. Das war schon ein sehr mächtiges Instrument. Es gab ja auch bei Kelten früher schon diese riesengroßen Hörner. Hast du vielleicht mal gesehen, die 2,50 Meter hochgeblasen wurden, nur um Lautstärke zu erzeugen, um zu zeigen, hallo, hier kommt eine ganze Streitmacht. Ob da nun ein einzelner Mensch, wenn ich dann die Iren mit der Tinwhistle sehe, da braucht man keine Angst vor haben. Nee, da brauchst du keine Angst haben. Also über Culloden können wir uns ja das nächste Mal, wenn wir Richtung Inverness und so hochgehen. Sehr gute Idee, da können wir Culloden mit einbauen. Aber ich könnte jetzt einfach mich mal umdrehen von da, wo ich jetzt stehe, und mal schauen, was ich dann sehe. Nämlich das. Verbumm. Ja, da, genau, da kann ich euch gerne was zu erzählen, weil auch da habe ich nämlich auch noch ein Foto. Ich klicke mal hier auf meinen virtuellen Hintergrund. Und ich sehe gerade, ich glaube, ich habe das Bild gar nicht dabei. Ja, doch, ich habe das nur ohne Zug. Aber im Grunde genommen reden wir beide über dasselbe. Das Ding nennt sich das Glenfinnan-Viadukt. Dazu müsst ihr mal wissen, aber das wisst ihr sowieso alle, die ihr zuschaut hier. Das Glen ist immer das Tal, der Loch ist immer das Meer, die Meeresbucht, der Ben ist immer das Berg. Hm? Das Berg. Verlust der deutschen Muttersprache. Ich nächstes Mal nur noch alles auf Gälisch. Dieses schöne Viadukt, ich erzähle euch mal ein bisschen was dazu. Das sind 21 Bögen, wenn man mal genau nachzählen will. Das ist 380 Meter lang und 30 Meter hoch. Und da drauf fährt der Zug von Fort William nach Malek
unter anderem auch der Jacobite Steam Train, den ihr bei Tanja so wunderbar sehen könnt. Der macht nämlich ordentlich Dampf. Mhm. Das Ding wurde, wann war das? 1898, also kurz vor 1900 wurde es gebaut. Ich weiß aber noch genau, wer es war. Das war nämlich Concrete Bob. Und Concrete ist ja der Name für Beton. Das heißt, man hat ihm diesen Namen gegeben. Damals war das ja revolutionärer Baustoff. Er hieß eigentlich Robert McAlpine. Ja, so wie die Autoradios. Das war sein richtiger Name. Er wurde sogar von George V. für dieses Bauwerk zum Ritter geschlagen. Jojo. 1901 wurde das ganze Ding eröffnet und kostete damals irgendwas um 19.000 Pfund. Dafür kriegst du heute nicht mal einen Elektrowagen. Wenn genau. ihr dort hingeht, unbedingt vorbestellen, weil das Teil fährt, glaube ich, nur von März bis Ende Oktober. Und es rät sich an, da eine Karte vorzubestellen. Und ihr werdet startet in Fort William. Genau. Ja, sehr, sehr schön. Ja, und von da aus sind wir eigentlich schon auf dem Weg Richtung Ben Nevis. Sind wir das nicht? Sind wir nicht alle ein bisschen Ben Nevis? Der ein großer Berg. Ja, schau mal, ich bin da unten. Also ich bin nicht oben auf dem Berg, sondern ich habe ein Bild mitgebracht, das mich sehr bewegt hat. Und zwar unterhalb vom Ben Nevis ist ein Friedhof. Okay. Das ist so ein typischer Friedhof, also in Fort William, und das kennen die meisten, die in Schottland sich schon mal auf den Friedhöfen rumgetrieben haben. Da steht sehr, sehr viel über die Charaktereigenschaft, und da wird ein Grab auch nicht nach 25 Jahren dicht gemacht, sondern die Grabsteine von vor 300 Jahren stehen genauso neben den ganz jüngsten Gräbern. Das lohnt sich da echt, und dann kommen da noch ein paar Schafe drumherum, und da steht immer noch was über den Menschen mit drauf. Also er soff wie ein Loch, jedoch flog er vom Bett, das fand er dann nicht mehr nett oder so. Dann weißt du, okay, der war dem Alkohol ziemlich gut zugetan, genau. Also das ist nämlich so ein ganz bisschen, ich schweife ab, aber bei der nächsten Tour sind wir unter anderem auf den Orkneys, die wir beide zusammen machen. Und da oben gibt es ein altes Grab, da wurden Runen reingeritzt vor vielen, 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 vielen Jahren. Und man hat diese Runen entziffert und gedacht, was mag da Tolles draufstehen? Und dann stand dann auch nur, Hakan ist ein toller Runenritzer. Weißt du? Igifried ist die schönste Frau. Es stand überhaupt nichts Interessantes da, aber man hat immer gedacht, welche Nachricht wollen Sie uns hinterlassen? Wir können einfach an die Wände irgendwie schreiben oder so, trinkt mehr Whisky oder so. Dann freuen sich auch alle. Sehr cool. Sehr cool. Ja, Ben Nevis, da gibt es eine Destille, mit der ich so ein bisschen auf Kriegsfuß stehe, weil ich die da nicht sehr kundenfreundlich finde. Aber ich lasse mich natürlich auch gerne überzeugen, weil ich habe hier einen Single Malt Whisky, Pedro Jimenez Sherry Butt. Uiuiui. 58,3. Ich fange mit 60 an und tu mich. Du magst gerne die Fassstärken, das ist gut. Also ich werde einen Ben Nevis aus dem ersten Batch, das ist also die erste Abfüllung eines 10-Jährigen, mit 62,4% trinken. Das heißt, ich kann dich locker überbieten. Aber wenn ich dann die 60 und die 58 zusammenschütte in ein Glas. Oh, das ist ganz schön gefährlich. Also meiner ist übrigens Matured in First Fill Bourbon. Ich sagte dir bereits, wir nutzen die Bourbonfässer. Dann noch mal ein Sherry und dann noch mal ein Wine Cask. Da guck ich mal nach. Ich habe schon einiges davon getrunken. So halb voll ist sie noch. Ben Nevis tatsächlich etwas schwierig. Die Destille finde ich auch. Und weißt du, was ich daran schade finde? Sie könnte eigentlich meine Lieblingsdestille sein. Also dieser Whisky zum Beispiel ist toll. Viel Gutes kam sonst nicht in meinen Augen. Aber sie gehört Nikka. Ja, und Nikka ist Masetaka Taketsuru, das ist der Schlange Todes, aber er hat es gegründet, das ist ein Japaner. Und die sitzen auf Hokkaido. Und die Japaner haben andere Destillen in Schottland auch schon aufgekauft. Und Nikka ist tatsächlich Japaner. Und eigentlich sind die mir immer sehr sympathisch. Nur tatsächlich, ganz kurz ausschweifend, ist es so, dass die Japaner tolle Destillen haben und ganz tollen Whisky machen. Aber sie können den ganzen Markt nicht befriedigen. Sie haben eben halt nur ein paar Destillen und nicht 120 wie in Schottland. Und sie können auch nicht irgendwas verschneiden und ein Blend wie ein Johnny Walker machen. Und dementsprechend machen die Japaner Folgendes. Du gründest eine Firma, du kaufst dir schottischen Whisky, bringst ihn dir mit einem Schiff rüber, zigtausend Liter, füllst es in Flaschen, machst ein japanisches Label drauf und verkaufst das japanischen Whisky. Hammer. Dementsprechend ist in sehr vielen japanischen Whiskys ein großer Anteil von Ben Nevis Whisky drinne.
verkauft wird es als japanischer Whisky. Finde ich total doof. Sowas hätte ich von Chinesen erwartet und nicht von meinen japanischen Freunden. Ich bin im Herzen halber Japaner. Als ich das gehört habe, und ich war jetzt ja 2019 in einigen Distillen, da habe ich die mal ordentlich angezählt, habe gesagt, Leute, so geht das nicht. Und tatsächlich sind sie jetzt auf dem Weg, wie in Schottland. In Schottland heißt es, mindestens ein Scotch, mindestens 3 Jahre in einem schottischen Eichenfass oder im Eichenfass in Schottland gereift. Sagen die Japaner, mindestens 2 Jahre in Japan gereift. Das soll demnächst kommen. Und dadurch kriegen wir wieder rein japanischen Whisky. So viel zu Ben Nevis. Mhm. Langewa oder wie die Japaner sagen, Kanpai. 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 Das kann sei Kanpai. Oh, wie riecht der mal? Ah, oh, meine. Oh. Oh. Der riecht so wie eine alte Unterhose. Oh. Tatsächlich? Ich weiß zwar nicht, wie alte Unterhosen riechen, aber oh. Meiner riecht total so. Boah. Nach leckeren Trockenfrüchten, so total schön und viel Wein. Wir trinken auf euch da draußen. Slangeva, Kanpai. Fällt jetzt nicht auf, wenn ich dann meinen Tobermory, mein Lechik nehme. Mm. Ist das ein toller Whisky. Also das ist herausragend. Das ist sehr, sehr lecker. Babum. Also den kann ich jedem empfehlen. Ganz kurz noch. Ich hatte bei Tobermory etwas vergessen zu erzählen. Eine Kleinigkeit. Wir springen nochmal ganz kurz zurück. Die Distille, die du mit Lechik und Tobermory magst, die haben auch sowas. Gin? Die haben einen Tobermory Gin rausgebracht. Okay. Die Schotten machen das. Und es ist großartig. Wenn ihr mal so genau gucken könnt, dann seht ihr die bunte Häuserzeile im Glas, in der Flasche. Das heißt, wenn er so halb voll ist, ja, wie bei mir, cool, dann ist das Wasser sozusagen direkt zu Füßen der Häuser. Oh Gott, ist das und ich bin kein großer Gin-Träger, aber der ist klasse. So. Hast du schon so viel getrunken? Ja, gut, wir mussten im Vorfeld eine Menge trinken, damit wir das halbwegs geplant kriegen, was wir heute machen. Genau. Und 20.15 Uhr, ey, wir haben eine Punktlandung hingelegt. Wir haben eine Punktlandung, wir haben aber unser Schnick, Schnack, Schnuck noch. Ach ja, stimmt. Und wir wollen noch einmal kurz die Ausschau halten, wie es nächstes Mal weitergeht. Aber die 2-3 Minuten, die halten durch. Uns unsere es gibt Leute. Noch eine genau. wichtige Sache zu erzählen. Machen wir Schnick, Schnack, Schnuck? Ja, machen wir Schnick, Schnack, Schnuck. Fangen wir mit dem Ben an? Ja. Gut, ich muss ihn mir nochmal raussuchen, weil ich bin jetzt ja... Moment. Ich muss jetzt mal ein bisschen was löschen. Also ihr müsst euch nicht wundern, wenn ich jetzt irgendwas mache. Mein Ben. Die Männer. Solange er sucht, zeige ich euch mal was anderes. Ich möchte, bitte schön. Ich bin schon fertig. Das so. Wollten wir doch immer gemeinsam machen, auf Schnick, Schnack, Schnuck. So wird das Spiel gespielt. Das kann ich doch gar nicht, weil ich muss es ja irgendwie von dieser Festplatte suchen. Ich bin doch ja. auf dem iPad. Okay, und du trotzdem, siehst es. Das ist mein Schnick. Nicht. Du siehst nichts. Was hast du? Du hast Isle of Mull, also ja, oder? Blick auf Isle of Mull. Richtig, ich bin wieder auf Mull und ich hatte euch ganz grob erzählt, dass ich da einen wunderschönen Urlaub mit dem Freund in der Callan Mill gemacht habe. Und das, was ihr seht, ist nur einer, ein kleiner. Vielleicht ist es nicht mal ein Munro, es ist ein Mini-Ben. Aber das war mehr oder weniger der Blick aus dem Garten meines Hauses. Und jedes Mal, wenn ich auf der Fensterbank gesessen habe und da rausgucken konnte, das war mein Ben. Den finde ich auf Mull wunderschön. Ich bin dann rübergefahren, darauf gelaufen, um von da oben mein Haus zu sehen. Das Foto habe ich leider nicht da, aber das war auch schön. Wir fehlen gerade, also die Schotten tun die Berge in 4 Kategorien ein. Die Munros, das sind die, die über 3000 Feet sind. Die ganz kleinen, die heißen, glaube ich, Douglas. Oder Douglas, dann kommen die Corbetts und oh, ich krieg's nicht hin, ich suche das fürs nächste Mal nochmal raus. Heißt die Dackel? Nein, du bist auch so ein Dackel. Also in deinem Alter solltest du vielleicht doch ein Hörgerät mit dran. Ich habe 2 Hörgeräte, aber sind nicht drin. Ich hab's doch schon die ganze Zeit gedacht hier. Tata, haha. So, super. Das sollte sie tragen, ich weiß, dass sie ich habe hier mich für Glencoe Three Sisters entschieden, 2 von den 3 Schwestern. Wir sind einmal mit uns in der Familie in das Lost Valley hochgestiegen und das ist einfach gigantisch. Und für mich ist wirklich auch dieser Moment, nochmal dort alleine gestanden zu haben und Dudelsack gespielt zu haben, das war gigantisch.
Ja. Wenn wir das nächste machen, wollen wir in das Tal sozusagen? Ja, können wir machen. Ich suche mir mein Tal raus. Du kannst dein schon mal machen. Ich sehe das dann sowieso nicht, weil ich muss hier irgendwie nichts Nee, verpassen. schnick, schnack, schnuck, sagst du, jetzt habe ich es und dann machen wir das. Das hat letztes Mal auch Okay. geklappt. Gell, ihr anderen seht es doch auch so. Ja. Wenn du es hast. Weißt, die schwäbische Hausfrau ist gut vorbereitet. Jetzt sind wir beim Tal. Oder so. Okay. Ach Okay. Mensch, schon wieder. Ich habe das Schnuck wieder verpasst. So, da bin ich. Ja, jetzt guckst du. Jetzt hast du noch Ja, keins. doch. Ach so, das ist im Hintergrund. Ah, warum, wozu? Ja, also tatsächlich bin ich im Glencoe. Ja, ich wollte dich gerade sagen, du bist im Glencoe und ich bin in Glenshiel sozusagen. Das ist auch Ja. nochmal unten an Loch Shiel. Das sind meine Freundinnen, die Sabine und die Verena, die mit mir gemeinsam dort auch in der Filmcrew unterwegs gewesen sind. Das sind die zwei Meterstabfighterinnen. Und du weißt ja, als Psychologin, ich stelle dich immer komische Fragen. Und die Warum-Frage, die geht übrigens immer in die Vergangenheit. Warum war das so? Warum war das so? Und die Wozu-Frage, die geht immer in die Zukunft. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann machen wir noch das Zen, oder? Genau. Und das war für mich eine schwierige Entscheidung. Hast du? Bist du soweit? Ja? Schnick, schnack, Schnack, schnuck. schnuck. Babam. Deine Finger sind zu langsam, du bist zu alt. Ja. Oh. Puh. Du bist irgendwo in Tamdu, der Stille. Oh, 1971er, das ist ein edles Tröpfle. Aber hallo, das ist nämlich genau mein Geburtsjahr. Also, mein Zen, die haben ja mal gesagt, das sind Orte, wo wir uns wohlfühlen, wo wir uns verwirklichen. Ich hätte jetzt wunderbar meine Fensterbank fotografieren können, das habe ich sogar, also aus dem Fenster raus, aus der Callan Mill, das war ein Traumort, mit Büchern zu sitzen. Aber es gab einen Ort, der mich im Glencoe total gefesselt hat, und das war der Pub, das Cleghec Inn, wo die Campbells nicht willkommen sind. Und da arbeiteten diese beiden Jungs da hinten. Die hatten übrigens der mit dem bunten Rosenhemd, der hatte Lippenstift drauf. Ich glaube, das war der weibliche Teil. Das war total nette Jungs und wir haben einen riesen, riesen Spaß gehabt. Und ich konnte mich durch das Sortiment probieren. Es war Live-Musik. Es ist einfach schön. Also, wenn ich nochmal ins Glencoe fahre, buche ich dort nicht nur den Whisky, sondern auch meine Unterkunft. Ne? Weil man kann da auch schlafen. Es ist relativ hochpreisig. Aber dafür ein wunderbarer Ort, schön versteckt mitten im Glencoe. Dessen sind wir uns ja auch klar, dass Schottland nicht wirklich günstig ist. Und wenn ich dann schon die Lidl-Reisen und Co. angucke, dann wird es mir wirklich, ohne jetzt da, aber da, also das, da kann irgendwas nicht mehr funktionieren. Dann kannst du dich nur fragen, was bleibt bei der Bevölkerung übrig, ne? Punkt. Richtig. Weißt du, wo ich mein Bild gemacht habe? So ein Zen-Moment für mich gewesen. Ja, aber ich versuche ja gerade herauszufinden, wo es auf der Route war. Schwierig, nein. Tatsächlich war es nicht direkt auf der Route, sondern es ist die Blickrichtung Richtung neue Route. Das ist auf dem Gelände vom Old Abbey in Fort Augustus. Okay. Und vor uns sehen wir das Loch Ness, dieses Ja. berühmt-berüchtigte Loch Ness. Und Ja. ich habe, da ist so ein Automat, wo man normalerweise in die Ferne gucken kann. Und ich habe an dieses Rohr dann genommen und dachte, guck mal, ohne Ziel ist jeder Schuss ein Treffer. Und wenn, also als Psychologin, wenn du in die Zukunft gucken willst, dann hilft es schon auch mal, wenn du nicht nur immer vor dir hinguckst, sondern sagst, was will ich eigentlich noch tun im Leben? Was möchte ich machen? Die drei Teelöffel, erinnere dich. Ja, an die erinnere ich mich gerne, aber ich überlege gerade, ist das etwas zum Schießen? Du willst doch nicht auf Nessie schießen, oder? Nein, das ist so ein Rohr, wo man durchguckt, wo man Ach, um sie zu normalerweise immer, suchen. Nein, ja, du so wirst ein ihn so nicht finden. Durchguckrohr. Ich gebe dir einen Tipp, weil ich habe Nessie ja persönlich getroffen. Tatsächlich, nimm mir keine ab, aber das ist wirklich die Wahrheit. Wir reden hier nicht über Stofftiere oder irgendwelche Gummigeschichten. Nein, nein, ich habe die richtige Nessie getroffen. Du musst einfach nur am Rande des Loch Ness
exakt zur Sommersonnenwende um 21 Uhr Dudelsack spielen. Dann kommt sie raus. Tatsächlich tue ich am 19. Juni auch Dudelsack spielen. Vielleicht kommt sie dann raus. Ich werde dann für den guten Zweck Dudelsack spielen. Und zwar für die Aktion Löwenmutter, wo wir für krebskranke Frauen einen Benefizabend haben werden. Ich werde hier auch in meinem Channel drauf nochmal verlinken. Da unbedingt reinschauen, das sind meine 7 Schwaben-Speaker. Übrigens fällt mir auf, ich hatte heute einen Termin im Kalender. Und zwar mit dir. Tatsächlich waren wir heute verabredet. Wir waren heute verabredet, ich schätze mal, in Stirling. Vor dem Dudelsackladen wollten wir uns das erste Mal in die Arme nehmen, uns begrüßen und einen schönen Tag verbringen. Genau, vor allem Backpipe Store heißt es. Also wenn du ins Schloss hochgehst, der verkauft übrigens auch mein Buch. Und Alan hatte lange Jahre eine deutsche Freundin, ich glaube aus Hannover kam sie, der kann auch ein bisschen Deutsch sprechen, unbedingt zu ihm reinschauen, er ist total klasse und eines Tages werden wir uns dort bestimmt live sehen. Jetzt haben wir überzogen, jetzt würde ich sagen, jetzt gucken nochmal alle auf meinen Lady of Glencoe-Titel. Moment. Nein, hol jetzt nicht dein Lehrt, nein. Du bist doch nicht alleine, Moment. So, jetzt müssen wir mal eben diesen virtuellen Hintergrund hier entfernen, damit die Leute auch wissen, liebe Lady, ich bin der Laird of Glencoe, ja? Also ich bitte dich, ne? Das ist eingerahmt. So, das jetzt ist, sag mir aber mal, wie groß dein Großgrundbesitz dort ist. Warte mal eben, hier steht was von 180 Fußballfeldern. Es wären 18.000 gewesen in Ranochmoor. Wieso was? Ich habe nur die 8 im Kopf, deswegen. Du hast einen Quadratmeter, glaube ich, hast du mir schon gestanden. Ne? Ja, ich glaube so ein Squarefoot. Weißt du, ich habe überall ein Squarefoot. Ich habe einen bei Lafroig, ich habe einen bei Scarpa, ich habe, oh Gott, wo habe ich denn noch? Bei Jura, ich bin überall mal ein bisschen vertreten. Ich glaube, bei Jura habe ich ganz. An alle heiratsfähigen Männer, die Schottland leben, Dudelsack spielen können. Nee, Quatsch. Ich habe 100. 100. Was? Quadratmeter. Nein. Ich kann eine Blockhütte drauf bauen. Nein. Wen hast du bestochen? Erzähl ich nicht. Ich zeig mal aber unsere nächste Reise. Und dann machen wir auch Feierabend. Genau. Bevor wir übrigens Feierabend machen, möchten wir euch alle nochmal bitten, bitte einen Kommentar hier drunter zu lassen, wie ihr es gefunden habt, was euch besonders gut gefallen hat. Wir finden auch so klatschende Hände toll. Wir lieben, wenn ihr sagt, die Tanja war super, die war so richtig super, die Tanja, der Ralf ging auch, aber die Tanja, die war super. Nee, genau. Also, nächstes Mal haben wir auch wieder ein Motto. Also heute ging es ja um Teelöffel und um Isle of Mull und Tobermory und Ben Nevis. Und beim nächsten Mal werden wir uns von Inverness, dieser wunderbaren heimlichen Hauptstadt der Highlands, vielleicht noch mit einem kleinen Abstecher nach Culloden, wie wir es gerade besprochen haben, Richtung Norden begeben. Genau. Und dann werden wir schön Richtung Orkneys fahren. Ja, das sind die nördlichsten Inseln mit der höchsten prähistorischen Dichte, das alte Steinzeitdorf Skadabrä. Da werden wir sein. Wir werden uns Highland Park und Scarpa angucken. Und ich glaube, dass dieses Mal oder nächstes Mal ich sogar einen kleinen Film zeigen werde. Ja. Das finde ich cool. Ich werde über 2 Filme reden, weil wir werden auch noch einen Abstecher nach Babler machen. Und Babler? Blablabla. Bla, bla, bla. Das kann man immer aussprechen, wenn man was getrunken hat. Blablabla. Es ist ein Film gedreht worden, Angel Share, sage ich nur. Aber wo ich euch auch noch mit hinnehmen werde, ist in den Suiven. Das ist, wenn ihr jetzt die Chance habt, noch auf Netflix, nee, läuft er nicht, aber irgendwo im Bezahl-TV findet ihr den Idi. Für Träume ist es nie zu spät. Und das ist ein Film, der Geist und Seele berührt. Alle Schottland-Fans eigentlich angucken. Wir werden alle sagen, ja, okay, kennen wir, aber es ist trotzdem ein wunderschöner Film. Wer nicht weiß, um was es geht, guckt einfach auf meinen Blog. Da habe ich eine Filmbesprechung gemacht. Schaut da mit rein. Okay, also ich werde dann auf meiner Seite, Moment, eine Sekunde, ich werde dann auch einen Film empfehlen, weil für die Leute des Whiskys natürlich, schaut euch diesen Film an, ja? Scotch, A Golden Dream.
erzählt die Geschichte von Jim McEwan. Ist Outback, oder? Ist das Outback? Tatsächlich ist es Beaumont, auch wenn nur Whisky steht, aber es ist Beaumont. Es ist die Geschichte von Jim McEwan. Der ist in der Whisky-Welt so bekannt wie Thomas Gottschalk hier im Entertainment-Geschäft. Er hat in jungen Jahren als Fassmacher bei Beaumont angefangen und später hat er drüben auf der anderen Seite eine Destille gesehen, die ewig schon brach lag, aber auch schon 1881 aus Beton gebaut wurde. Und er hat sie dann irgendwann in den 2000ern, genau kann ich euch erzählen, wenn ihr wollt, sie wieder mit einem Weinhändler zusammen aufgemacht. Und ich war bei ihm im Jahr 2007, habe eine Woche mit ihm zusammen verbracht. Wow. Und das war eine tolle Geschichte, die er erzählt hat. Ich durfte in alle Produktionsprozesse mit reingucken. Das war eine tolle Zeit, die ich da hatte. Und das ist ein Film über sein Leben. Der hat Whisky im Blut. Jim McEwan, toller Film. Okay, lieber Ralf, ich glaube, wir machen jetzt Feierabend. Wir haben tatsächlich eine Viertelstunde überzogen. Wow, wie schnell doch die Zeit vergeht. Es war wirklich ein toller Abend mit dir und mit allen anderen hier auf der anderen Seite. Das war großartig und wir freuen uns schon, wenn es dann am 9. Juli weitergeht, in 4 Wochen. Wir werden zuvor noch posten, welche Distillen wir uns rausgesucht haben. Wer will, kann die, glaube ich, auch bei dir, Ralf, dann mitbestellen, wenn ich das richtig wahrgenommen habe. Das ist etwas, was wir machen wollen. Ich werde es auf meiner Facebook-Seite schreiben. Also bitte sagt auch weiter. Wir werden 2 oder 3 Whiskys vorstellen an dem Abend. Und ich werde diese Whiskys für euch gerne hier in kleine Miniaturflaschen abfüllen, privat. Und werde sie euch gegen einen ganz normalen Einkaufspreis schicken. Wenn ihr das möchtet, dann könnt ihr an dem Abend die Whiskys trinken, über die wir reden. Ich auch. Du auch. Musst du dir aber abholen. Nein, ich schicke sie also, dir. Dann machen wir einen schönen Feierabend jetzt daraus. Machen ne? wir. Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. War schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, nein, wir sind uns sicher, es hat euch total gut gefallen. Like. Juhu.